Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ratchet & Clank 3 mit mir, Zavex, und wir befinden uns auf dem Planeten Koros und sind mitten dabei, Dr. Nefarious' Plan kaputt zu machen und seine Riesenkugel zu zerstören, indem wir einen riesen Geschützturm, was praktischerweise direkt daneben ist, zu benutzen und zu hacken. Und deswegen ballern wir uns schon die ganze Zeit durch ein paar Gegner. Und mit allerletzter Kraft sind wir relativ weit gekommen. Unsere Waffenauswahl ist mehr als beschränkt. Und da befinden sich noch ein paar große Gegner direkt vor uns. Das ist uncool. Und wie das ausgeht, sehen wir jetzt. Yippie du! Boom, boom! Ah. Boom, boom! Tut euer Bestes! Bitte! Oh. Okay. We are dead. So. Darf ich das Schild wenigstens? Danke. Wenigstens etwas. Aber es bringt uns nichts. Natürlich nicht. Wir haben natürlich die Lufterzeuger. Oder wollen wir nochmal den Infektor? Den heiligen magischen Infektor der Vernichtung! Infektet euch! Infektet euch! Wow. Der tötet den Instant. Der tötet... Geil. Geil. Infektor... Oh, ne, gut, der hatte schon Schaden bekommen. Aber... Das war geil. Yippie! Infektor sei Dank. Ich hätte niemals in meinem Leben wirklich gedacht, dass der Infektor mal was nützlich ist. Wir haben es geschafft. Wenn da jetzt kein Gegner... Natürlich. Ich hätte mal besser nichts gesagt. Aber jetzt haben wir, glaube ich, wirklich keine Waffe mehr, die sinnvoll ist. Wir müssen auf altbewährten Klassikern zugreifen. Und dann ist das auch kein Problem. Yep, yep. Man kann sich das Leben auch ganz einfach machen. Geschafft! Yippie! Und schnell weg mit dieser ekligen Waffe, die wir schon benutzt haben. Das geht doch nicht. Man benutzt Waffen nicht, die schon fertig sind. Nein, nein, nein. Das war ein Notfall. Das, ja. Hallo? Ich will hacken. Agent Clank! Was ist hier los? Was glauben Sie, was Sie da machen? Aus all den Holofilmen sollten Sie noch eins gelernt haben. Leg dich nicht mit Agent Clank an. Von der Phönix. Guter Schuss, Clank. Wer weiß, wie viele Leben du damit gerettet hast. Aber wir sind noch nicht fertig. Hä? Earl hat gerade die Diskette entschlüsselt. Anscheinend hat Nefarious einen zweiten Biobliterator gebaut. Ein neues Modell, noch viel gefährlicher als das, das ihr gerade zerstört habt. Wo ist er? Nefarious hat ein Kontrollzentrum auf dem Planeten Mylon. Wir glauben, dass sich der letzte Biobliterator dort befindet und von einer ganzen Robo-Armee beschützt wird. Dann sollten wir uns beeilen. Seid vorsichtig. Diesmal erwarten sie euch. Oh nein, Koordinaten für die Kommandozentrale auf Mylon. Oder Mylon erhalten. Yay, wir erwarten uns. War eine coole Position und perfekt für Clank. Also es gibt nicht so viele kleine Roboter, die da super reinpassen. Selbst für Ratchet wäre es ein bisschen... Oh, hätte doch so gerade, glaube ich, funktioniert. Aber wäre schon eng gewesen. Ja, und für die Roboter, die hier waren, definitiv so eng. So, schnell zurück. Yay! Yeah, wir haben gewonnen. Und in der letzten Folge hat uns auch hier... Wie heißt? Dieser Waffenhändler uns auch einen Tipp gegeben für eine krasse Waffe. Vielleicht sollten wir mal gucken, wo der Typ ist. Ich weiß es gerade. Ja, warte, das war auf diesem einen Planeten. Wo war das noch? Wo war das? War das nicht Aquatos? Doch, das war Aquatos. Dort war dieser Slim Dingsy Boomsy. Und der hatte uns schon zweimal Angebote angeboten und haben ihn noch nicht weiter besucht. Und ich denke mal, wenn er schon so oft fragt und wir haben so viel Geld, also dann können wir so eine kleine Kooperation starten. Denn ja, schon die meisten Waffen sind schon bei uns richtig knorke in Action.
Und dann kann man ja so noch ein bisschen mehr auf Morzen. Für the power. Für the power of the Morzing. Yeah. Hallo? Auf, Mozza. Warte, Slim Cognito. Besuchen wir. Und Verkäufer. So. Er hat den Rausschmeißer. Der Rausschmeißer feuert einen großen Kanister, der auf Platz und Zielgebiet in einem Hagel kleiner springender Bomben übersät. Yippie! Neue Waffe. Und die Plasmaspule. Die Plasmaspule feuert glühende Plasmabälle mit geringen zielsuchenden Fähigkeiten. Trifft einen Plasmaball einen Gegner, explodiert er und trifft alle benachbarten Gegner mit Stromschlägen. Yippie! Zwei neue Waffen. Ihr habt wohl echt gute Beziehungen. Ja, denn die waren umsonst, da wir Teil 1 und 2 gespielt haben. Yippie! Die Spiele kontrollieren gerne nach, ob welche Speicherstände von alten Teilen drauf sind. Das ergibt sich natürlich bei der Collection etwas leichter, die Teile davor gespielt zu haben. Und wir könnten dann auch nochmal hier, wie heißt der Store deine Welt besuchen. Denn dort müssten wir, glaube ich, jetzt eigentlich fit genug sein für die krassen Missionen. Denn die krassen Missionen können wir doch einfach dann auch mal da gucken, damit das auch abgehakt ist. Würde ich jetzt sagen. Bietet sich doch super an. Wir haben krasse neue Waffen, wir haben krasse Sachen. Dann können wir nochmal gucken, ob da alles cool ist. Und wenn da alles cool ist, dann können wir auch die super krassen letzten Leute platt machen. Dann haben wir vielleicht noch eine Chance, die Zielraketensache da aufzumotzen. Denn wenn die Raketen auf Stufe 5 sind, dann fetzen die richtig. Die meisten Waffen wären auch deutlich sinnvoller erst, wenn sie halt ihr Maximallevel kriegen. Deswegen meistens ab Stufe 2 oder 3 kann mal so eine Veränderung der Waffe geben. Und dann noch höher sind sie halt noch krasser. Und wir können nochmal kleine Enten machen. Er muss es mit einer Waffe schaffen. Yeah, Entenpower. Sind auch praktisch zum Aufleveln, wenn man nur eine Waffe benutzen muss. Sollte echt kein Problem sein. Die Typen sind jetzt für uns sehr schwach geworden, weil wir sehr krass geworden sind. Ja, Kindheit. Wer hatte die schon? Manche sind einfach für den Krieg geboren. Sie leben regelrecht für die krasse Action hier. Und seht euch das an. Dieses Entendilemma, was hier existiert, das ist was für ein Quark, ne? Ist das etwa eine Ente? Na, das hat mir jetzt nicht so gut reingepasst, aber es ist auch ein Entenspruch. Yep. So, ihr seid alle das hässliche Entlein. Seid ihr wenigstens nicht alleine. Yippie! Super einfach. Meisterschaftskampf 2. Kämpfe dich unter wechselnden Bedingungen durch die Gladiatoren und Angriffe, bis du Blondie fordern kannst. Das klingt doch naischi-pupschi. Und das werden wir doch direkt machen. Und da gehen die Leute noch drauf von den Enten-Explosionen. Oh, ist das schön. So. Und da man ja nicht unendlich viele Waffen hat, kann man ja so ein bisschen keine Waffen ausgeben und einfach so das regeln. Es geht doch auch so, Leute. Wer braucht denn schon auch schon gefährliche Waffen, wenn er einen gefährlichen Entenstrahl hat? Und da sieht man, dass der Verwandlerstrahl ab diesem Teil deutlich besser ist als... Oh, Waffenwechsel. Na gut. Wir müssen unsere Waffen wechseln. Das ist auch sehr schade. Und das tut mir ja schon fast leid. Als hätten die Gegner dann eine Chance. In diesen 24 Runden. Ich denke... Achso. Wir haben die nette Ultimate-Waffe. Das ist auch praktisch. Haben wir jetzt unsere Waffe gewechselt? Nö. Wir können da einfach alle einsaugen. Saugt euch ein. Komm, geht da rein. Ha. Ist das nicht schön? So. Und da flutscht ihr auch einfach rein. Ganz gemütlich. Einfach reinflutschen in diese Kugel. Guck mal, da ist die Kugel. Ja. Ist das nicht schön? Oh, und hier könnten wir mal seit Ewigkeiten mal wieder die Staubkanone benutzen. Die Staubkanone. Die Saukanone meine ich natürlich. Natürlich meine ich das. Ich habe auch niemals was anderes behauptet. Oh. Die bringen aber kaum noch Level. Und der macht kaum noch Schaden. Der macht einen Schaden. Einen lächerlichen Schaden.
So, geht da rein in die Kluft. Die Kluft des Todes. Nein, du hast mir Schaden gemacht. Wie kannst du nur? Ihr seid so mächtig geworden. Ich hätte euch schon viel eher platt machen können, aber ich habe einfach meine Prinzipien gehabt. Yay. Geht kaputt. Ist das nicht cool? Oh. So, der lebt noch. Der lebt noch. Dankeschön. Ich kann meine Waffe nicht wechseln. Warum sollte ich auch meine Waffe wechseln können? So. Dann machen wir... Die habe ich doch schon voll. Das ist doof. Yay, neue Waffe. Wir haben ja unsere neuen Waffen. Darf ich die vergessen? Die werden wahrscheinlich eher im nächsten Part sehr viel mehr Rücksicht bekommen. Achso, das ist die... Yay. Ich erinnere mich halt an die alten Waffen schon wieder nicht mehr. Boom. Ja, ich bin irre. Ich bin wahnsinnig. Obwohl, nee, ich bin kein Irre. Also zu dieser Nationalität gehöre ich nicht. Also ich will nicht über einen Kamm geschert werden. Wo kommen wir denn hier hin? So, da bist du. Sorry, ich habe dich nicht gesehen, mein Freund. Das tut mir echt leid. Kommt auch möglichst nicht wieder vor. Also ernsthaft. So, jetzt wird ihr weggeschnaggelt. Dahinter. Sorry. Yeah. Weggefritzelt. Die geben echt keine Punkte mehr. Die sind echt zu schwach geworden, um irgendwas leveltechnisch irgendwas zu bringen. Guckt euch das an. Wir zerstören so viele und es passiert nichts bei der Waffe. Yeah. Lass uns doch eine Runde snipern. Das macht jetzt in dieser Art von Gameplay super krass Sinn. Deswegen einfach ohne Anvisieren. Ohne Anvisieren ist mein... So. Die Kleinen. Und dann haben wir noch eine schöne Peitsche. Hey, wir dürfen nicht Waffen wechseln. Ich versuche es trotzdem immer wieder. Lamina! Lamina! Hey, guck mal, Leute. Meine Peitsche ist schwarz geworden. Vor dem lauten Blut und den Hass eurer Seelen. Eurer Freunde. So, da kommt was Großes auf uns. Ach da, hinter uns. Nun denn. Wir können aber jetzt wirklich, unser Schaden ist immens. Ja. Also ich habe schon Schwereres gesehen. Erobere deine Kraft im ultimativen Kampf, den nur ein Mann je überlebt hat. Captain Quark? Oh je. Den werden wir machen. Dann wird die Folge wahrscheinlich Überlänge haben, aber das ist mir egal. Dann haben wir es vielleicht abgehakt. Quarktastisch. Starten wir den Final Battle. 100 Runden. Okay. Das. Okay. Ich hab. Ja. Mal gucken. Endpower. Einfach Endpower. Das verbraucht keine Munition. Ihr seid so spannend. Ihr verwandelt euch. Wahrscheinlich passiert jetzt alles, was passieren kann in den Arena-Modus. In dieser Arena-Modus. Wir sind aber schon mal in Runde 4. Zeitbegrenzte Mission. Wir haben jetzt nur 23 Sekunden, diese ganze Armee von Gegnern wegzumachen. Oh nein. Das war ja sehr knapp. So. Und was macht ihr noch heute so? Also, es gibt da so ein paar Gegner, die ich gerade so ein bisschen platt mache. Das kann manchmal so ein bisschen sich hinziehen. Aber nur gut. Selbst wenn... Natürlich hat das auch Captain Quark geschafft. Denn wir wissen ja alle, was für ein Held er ist. Und dass er jetzt wirklich kein ängstlicher Superheldentyp im Pyjama ist. Nee. Er ist schon ein krasser Guy. Das muss man schon sagen. Und... Irgendwie wird hier alles lächerlich, wenn man einfach mit dieser Entenwaffe hier lang geht und sagt, ihr seid Enten und ihr seid Enten und da sind noch mehr Enten. Und kennt ihr schon die Enten? Oh, ist das süß. Guckt euch diese Enten an. Yeah. Und die gehen schon einfach kaputt durch diese Explosion und ich höre einfach nicht mehr auf, diesen penetranten, nervigen Laserstrahl die ganze Zeit abzufeuern. Mensch, das ist echt so ein Zeitpunkt, was echt praktisch ist. Boah, warum sollte ich also eine andere Waffe einsetzen, wenn ich keinen einzigen Schuss verbrauche?
Und dazu noch diese Waffe-Level. Und Gate, wir kriegen so ultimativ viel Bolts, dass das ganze Spiel jetzt gerade schon langsam Slow-Mo gibt, weil einfach zu viele Objekte sich gerade um die Gegend bewegen. Wir müssen einfach mehr Sachen explodieren. Und dann gibt es weniger Objekte und dann ist alles cool. So, guck mal. Wir haben schon 50 geschafft. Ja, Mensch. Das ging ja echt flott. Irgendwie nicht. Irgendwie ganz und gar nicht. Oh, nein. Wir wurden verletzt. Das ist ja ein ganz großes Unding. Das ist ja echt schade. Hey, hör auf. Hör auf zu schießen. Hör auf zu schießen. Ich sehe gerade nicht. Achso, hinter uns war der Gegner. Sag das doch mal jemand. Oh, hier gibt es ein paar Gegner zum Saugen. Damit wir ein bisschen anderen penetranten Sound die ganze Zeit hören können. Ist auch was. Irgendwie bringt das nicht so viel. Sehe ich gerade. Ein Blick des Todes. Aua. Oh, die Peitsche tut ja echt noch weh. Junge, dafür kriegst du eine Rakete ins Gesicht. Okay, wir benutzen noch ein paar andere Waffen. Einfach, weil wir es können. Eigentlich sollten die Gegner ja echt alle nichts mehr was tun. Und mehr Saukanone? Mehr Saukanone. Warum nicht? Vielleicht schafft sie ja irgendwann nochmal das Level 5 Erlebnis. Das gute Level 5 Erlebnis. Wer will es nicht? Aber die Ente wird definitiv noch 3. Ja, das schwöre ich. So. Das sieht doch schön aus. Und spektakulär. Und super spannend. Und noch spannender. Also, gut. Die Herausforderung von diesen 100 Runden ist ja schon eigentlich eine enorme. Und ist ja auch nicht zwingend. Das ist ganz und gar nicht. Das ist im Endeffekt, gibt es das, glaube ich, bestimmt eine Trophäe dafür. Und vielleicht noch ein Achievement. Und ganz viel Geld. Und ein bisschen Skillpunkte. Aber im Grunde ist es das ja. Dieses super spektakuläre. Ich mache euch alle zu einem krassen Dings. Und wenn man natürlich keine Waffe hat, die unendlich lange geht, muss man schon noch deutlich aufpassender ja spielen. Und desto früher man natürlich so eine Mission macht, desto mehr bringt sie einem, weil man dann ja wirklich Geld kriegt und wirklich die Waffen levelt, natürlich desto größer ist auch die Herausforderung. Man kann die natürlich noch später machen, wenn man die allerbeste Rüstung hat oder vielleicht noch bessere Waffen, desto leichter wird sie. Also wenn es einem schwerfällt, dieses ganze Chaos hier überhaupt den Überblick zu kriegen, weil mit so einer Waffe, die jetzt die Leute so schnell verstrahlt, ist das eigentlich alles kein großes Problem mehr. Und ich denke, ich werde trotzdem nicht komplett heute alle 100 Runden machen. Wo kommen wir denn da hin? Dann würde die Folge echt krasse Überlänge haben. Und dafür habe ich doch keine Zeit. Und außerdem könnte man... Hilfe. Ich muss mich konzentrieren, Leute. Also lasst mich doch bitte ausreden und sterbt einfach. Dankeschön. Ich laufe einfach im Kreis. Ich bin noch nicht mal mehr richtig konzentriert. Man kriegt ab und zu Heilung. Ab und zu sind da ein paar Gegner. Macht man alles kaputt. Und sammelt dann gewisse Sachen nicht mehr ein. Waffen sind eh unglaublich viel. Jetzt ist da eh alles gerade in der Action. Oh Gott, das ist wirklich alles gerade die Action. Die Action ist aber gerade wirklich fett. Juhu. Genau, nochmal ein Freestyle-Move gemacht. Meine... Nun, aua. Ist das super. Das ist echt in 100... Oh. Das ist cool. Boys. Spür. Oh, du musst gerade weg. Tut mir leid. Dann bist du jetzt wieder dran, ne? Du musst wieder weg, okay. Dann bist du aber wieder dran, oder? Oh, du musst wieder weg, okay. Dann bist du aber wieder dran, oder? Oh, du musst wieder weg, okay. Oh, du bist kaputt, okay. Oh, ist keine Munition mehr für ein... Komm schon. Ein Schuss Munition muss doch irgendwo hier liegen.
Es kann doch nicht angehen, dass diese Waffe nicht möglich ist, dieses Böse kaputt zu machen. Nein! Na gut. Dann spüre die Lava-Pistole der Lächerlichkeit. Supi! Und das war die Hälfte. Die nächste Hälfte seht ihr einfach in der nächsten Folge. Dann ist das so schön aufgeteilt. Dann geht dann die nächste Hälfte und dann können wir uns auf so einem bösen, großen, super Hauptquartier hinbewegen. Und dann geht die Post richtig rund. Yay. Ich freue mich. Alles klar. Ich hoffe, es hat soweit gefallen. Wenn ja, schaltet einfach in der nächsten Folge ein, dann sehen wir das. Und wenn nicht, dann nicht. Alles klar. Ich bin Starvex und ich bin raus. Ciao.